los, Freundchen. Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Beim letzten Mal haben wir das mit dem Passierschein A38 gemacht. Ah, ist das schön, Leute. Die haben einfach mal hier so einen Verweis auf Asterix erobert Rom reingebracht. Ich find's so herrlich. Es ist so schön. Ja, ich will übrigens jetzt den Faustkampf hier machen. Sag, ich hau jetzt allen eins auf die Schnauze. Ich will der Faustkampf-Champion werden von Beauclair. Von Toussaint. Das machen wir jetzt mal. Ach Leute, ich find's so super. Die haben mich einfach schon wieder gepackt. Die Leute von CD Projekt Red, natürlich. Das ist. Natürlich. Besoffen im Rinnstein, wie üblich. Ja, dann lass mich doch. Ich will auch mal Freizeit, ja? Ach, es ist so schön, Leute. Ich find's herrlich. Das macht einfach nur Laune. Es macht einfach nur Laune. Diese ganzen Verweise und überhaupt Anspielungen. Klar könnte man jetzt auch sagen, das ist ein bisschen albern, ja. Gehört nicht rein in so ein Spiel, aber ich finde es eigentlich genau richtig. Es muss sich halt selbst so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Oh, das ist aber eine böse Beleidigung, Mensch. Warte mal, ich werde mal speichern. Ja, ich habe leider nicht mehr die Mod gefunden, mit der ich dann auf dem Pad speichern kann sofort. Oha. Der Koloss. Den hau ich doch um. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Weißlöckchen, weißt du? Der Koloss? Interessanter Spitzname. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Na klar, ich werde natürlich aufs Ganze gehen. Ich habe ja vorher gespeichert. Gut, kämpfen wir. Langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hm? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendierhosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat noch keiner geschafft. Bin zu schnell. Na, bist du bereit? Naja, also bei der Masse da, ich weiß nicht. Schnell? Ich bezweifle, dass mir das Blocken von ein paar Schlägen Probleme macht. Gut, endlich jemand mit Sportsgeist. Aber Achtung, laut der Regeln darfst du erst dann blocken, wenn ich meine Faust geballt habe. Dauerblocken ist verboten. Sag mal, hast du dir gerade ausgedacht? Meine Damen und Herren, werde Zeuge eines ungewöhnlichen Kampfes. Wie soll ich es sagen? Der Hexer hat eine kolossale Herausforderung angenommen. Also das finde ich ein bisschen komisch, die Herausforderung. Naja. Au. Au. Ey. Warte mal. Der Hexer vermochte. Nein. Das machen wir nochmal. Das war jetzt unfair. Ich war nicht vorbereitet, ja? Außerdem hat er mich in die Ecke gedrängt und hat sich dann in mich reingeklippt. Ich konnte nicht mehr blocken, das ging nicht. Nö. Nee, Leute, also da. Nein. Mein Geld ist teuer und ehrlich verdient. Meistens, ja. Und das will ich natürlich auch schon bei mir behalten. Und wenn möglich sogar vermehren, meinen Reichtum. Das sehe ich mal gar nicht ein, dass ich mich von so einem Eumel da hier, ne? Gibt immer einen dreifachen Einsatz. Muss man auch mal sehen. Ja, und die Ladescreens sind ein bisschen länger mal wieder. Das war jetzt echt mies. Und ich muss sie parieren, habt ihr gesehen? Die Aufgabenstellung war, dass ich die Schläge pariere. Aber ganz ehrlich, die Inskellige, die waren auch richtig schnell, diese Haudegen da. Die haben mich auch ganz schön bearbeitet. Da habe ich echte Probleme gehabt. Und ich finde es immer noch nicht so toll, dass. Ja, es ist Todesmarsch, aber trotzdem, dass die mich wirklich mit zwei, drei Faustschlägen ausschalten. Das finde ich doch ein bisschen weit hergeholt, ne? Komm, wir überspringen das alles mal. Zack, zack, zack. Ja, komm, mach mit. Guck mal, die jubeln einfach mal so. Einfach mal drauf los. So. Schläge blocken. Meine Ja, wie gesagt, Dauerblocken bringt sowieso nichts, man muss parieren, ne? Na, komm schon. Haha. Was soll denn das?
schnell für dich, was? Ja, zu schnell für dich. Ich bin zu schnell für dich, mein Freund. Komm her. Oh. Ha. Unglaublich! Der Hexer hat die Schläge des Kolosses geblockt. Das hat noch keiner geschafft. Er ist ein Anteil. Aber er ist ein fairer Verlierer, muss man sagen. Um dem Maestro gegenüberzutreten, musst du Kerlbürste und den Ritter besiegen, den man Stillwasser nennt. Den Ritter findest du in Hauteville, nahe der Scharlatanallee. Kerlbürste lungert in den Docks südlich davon herum. Naja. Oh, das könnte wehtun. Alles klar, ich habe nichts gemacht. Ja, ist gut. Okay. Ja, es könnte ja sein, dass die feindlich werden, wenn ich da so durch sie durchrolle. Ja, genau, scheiß auf alles. Mensch, sei doch mal ein bisschen glücklich. Ich habe gerade einen Boxkampf gewonnen, ja? Freu dich doch mal für mich. Kannst du mal machen. Mensch. Ich bin gerade Geralt, der Fassadenkletterer. Oh Gott, das könnte... Darauf erstmal ein Ei, ne? Grauhaarig. Die reden alle so komisch hier. Ich würde ja auch gerne mal sowas vertonen, ne? Das ist bestimmt lustig. Guck mal, so ein Ei, das gibt nicht lange Lebensenergie. Tick schneller. Okay. Warte, ich mach das jetzt mal mit F5. Scheiß doch alles. Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Wirst du? Gibt's ja auch wieder doppelten Boden. Ich wüsste gerne, wen ich vermöble. Der Ritter verrät nicht, wie er heißt oder aussieht. Er sagt kein Sterbenswörtchen. Guter Herr, zügle deine Neugierde. Ein Ritterschwur ist kein leeres Versprechen. Stillwasser wird Gesicht und Wappen verbergen, bis ihn jemand besiegt hat. Also, kämpfst du nun oder nicht? Der sieht ja schon ein bisschen unheimlich aus mit der Maske. Ich fordere dich zum Duell. Sehr gut. Edle Herren, tugendhafte Damen, schon bald beginnt ein weiterer Kampf. Das wird aber diesmal ein richtiger Boxkampf, oder? Ja. Der sieht aus wie so ein Hansi. Ey! Ey! Kann ich hier speichern? Nee, kann ich natürlich nicht. Oh, das ist so gemein. Guck mal, der muss mich da einmal richtig treffen hier. Und ich zieh dem gar nichts ab. Was? Verlieren wir die Nerven? Ehrlich gesagt, ich überlege gerade, könnte es vielleicht... Ah, ich komme gerade nicht auf ihren Namen aus Game of Thrones. Die blonde Ritterin. Ach man, die finde ich übrigens super. Ist ein richtig toller Charakter. Die hat Ehre im Leib, die Frau. Au. Ach komm schon. Das ist süße. Na. Okay, na. Vielleicht mit dem letzten Fitzelchen Lebensenergie, das er noch hatte. Guck mal, das meine ich. Das ist ungleichmäßig. Die hauen mich 3 Mal und ich bin erledigt. Und ich hau sie 20 Mal und die stehen noch. Unglaublich. Warte mal, ich habe irgendwas... Hatte ich nicht in Erinnerung, dass es irgendwelche Tränke oder Handschuhe gibt, die mehr Schaden anrichten? Nein, das ist Quatsch. Geht natürlich nur auf Waffen. Aber irgendwas war doch da, dass man im Faustkampf mehr Schaden macht. War das nicht vielleicht sogar ein Runenwort? Ach, was weiß ich. Was weiß der Deibel? Es gibt ja noch den Runenschmied aus dem ersten DLC, Hearts of Stone. Aber ich weiß gerade nicht. Ich habe da nochmal reingeschaut, als ich das hier jetzt als Vorbereitung nochmal... Also, ja, ich habe Witcher 3 nochmal gespielt in der Vorbereitung eben. Und da habe ich leider nicht gesehen, dass es da Runenwörter gibt, die sich für mich lohnen. Ja, komm. Mann, das ist doch dämlich. Komm. Ich fordere dich zu... So, jetzt gibt's auch die Schnauze, Mensch. Gleich eins aufs Maul, komm.
GGADS. Gleich gibt's auf die Schnauze. Ist immer Timing hier. Man sieht's zwar nicht, aber ich muss das alles abpassen, wie der schlägt und, ne? Oder sie. Na komm, raus jetzt aus deinem Loch da hinten. Oh nein! Das ist gemein. Was? Verlieren wir den Nerv. Komm aus deinem Loch jetzt. Kann ich da hinten nicht angreifen? Das ist voll gemein. Komm jetzt. Einfach mal parieren ist... Oder blocken ist doof. Guck mal, ich könnte... Das ist doch dämlich. Oh! Eigentlich halt mal brauchen, mich davon zu erholen. Na komm. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Komm. Das Timing ist schon ganz schön krass, Leute. Au, das meine ich. Guck mal, wenn man einmal nicht richtig timet. Ah, diesmal habe ich dich. Schweinebär, das ist echt nicht leicht. Ja, ja. Meine Damen und Herren, der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf. Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Ich hab's gewusst. Es ist eine Frau. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe und kämpfen. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Nur noch Kerlbürste ist übrig. Du findest ihn bei den Docks südlich von Hauteville. Hast du ihn besiegt, kannst du dich mit dem Maestro messen. Cool. Ich hab's gewusst, ne? Ich hab's gewusst. Ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, Mensch. Aber ich finde, das ist fast schon mit einer meiner Lieblingscharaktere. Sie hat sehr viel Ehre am Leib und hat Lady Stark damals ja versprochen, sich um ihre Töchter zu kümmern. Und das hat sie wirklich bislang eingehalten. Ich möchte euch die Serie nicht spoilern, aber guckt sie euch an. Willkommen. Kräuter frisch, getrocknet, gemahlen. Was immer du wünschst. Ich hätte gern Hanf. Oder erstmal Quint. So. Kräuter. Ach, Schnickschnack. Spielen wir Quint? Geralt ist schon so ein bisschen süchtig, ne? Also so wie er das hier, ne? Eieiei. Was habe ich denn alles? Das ist schön, das ist schön, das ist nicht so schön. Ja, perfekt. Der junge Berserker. Krach Prügel, oder was? Aha. Schildmeid des Clans Drummond. Komm, gib mir einen Spion. Gib. Schade. Noch eine. Es tut mir echt leid, aber ich könnte dich jetzt einfach... Ich mach's noch nicht. Doch, ich mach's. Gut. Hast du keinen Spion oder sowas, der dir... Ne? Ne, hat sie nicht. Hat sie nicht, die Frau. Oh, sie passt schon. Na dann. Ich brauch noch 7. Ja, so mache ich nochmal eine ein... Na? Das ist so dämlich, ne, was ich gerade mache. Aber es reicht. Ja, Geralt schaukelt das Schiff. Oh, guck mal, der liebe Siggi. Ich glaube, sie hat vielleicht gar keine Spione. Ich kann mir ehrlich gesagt ein Deck ohne Spione gar nicht mehr vorstellen, weil ich finde die so gut mittlerweile. Kommen muss. Vielleicht...
Ich hoffe einfach mal, dass sie einen Wiederbeleber hat. Hat sie nicht. Ach man. Kann ja sein. Oh, sie hat Willenrett. Willenrettetet. Ja, unser liebster Drache. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ceres. Ah, Ceres mag ich auch. Das ist ein toller Charakter. Und Yen. Jetzt kommt der Spion. Ich hab's gewusst. Und damit hast du einen Fehler gemacht, weil der ist jetzt wieder mir. Ja, der Berserker. Siri, perfekt. Krachan Krait, was hat der... Hä? Was war das für eine Fähigkeit? Ich habe leider nicht drauf geachtet. Noch mehr Kriegsschiffe hast du. Ja, und das war's für dich. Der Zweizahn ist heuer wirklich gar. Ein Stammkunde ist ein zufrieden. Ja, komm. Mart Dröme. Keine Ahnung, was das ist. Ah gut, sie hat wieder nur die ganzen Sachen, die ich auch woanders kaufen kann. Bis dann. Also, ne, ihr wisst schon, da die Punkte zurücksetzen und so weiter. Ich habe mittlerweile auch schon ein stattliches Häufchen Geld gesammelt, muss ich sagen. Das ist... Es geht hier im Add-on oder im DLC besonders gut, finde ich. Bei Hearts of Stone habe ich noch sehr viel ausgegeben. Hoppala. Aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazar Lafargue. Geralt von Riva. Du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd. Aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Ich dachte es mir schon. Angebot? Mist, ich dachte es mir schon. Ja, das war ja was mit dem Schmied. Das war gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich irgendwann auf ihn treffe. Warte mal, was geben die? 49? 71? Ja, komm. Die werden keine guten Materialien bringen, wenn ich sie verkaufe. Was ist denn da? Oh. Stiefel des Erlenvolks. Hatte aber leider nicht. Was brauchen die? 42, Mist. Nilfgaardische Wächterhandschuhe, du hast nichts Besonderes, ne? Nee. Irgendwelche Schemata hast du auch nicht. Schade. Da war ich immer so erpicht drauf, die zu kaufen. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen. Und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen.
Ich sage dir alles, was ich weiß. Und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tienzel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Oh, ich bin schon gespannt drauf, Leute. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern, jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Ich komme später nochmal wieder, Leute. Mich interessiert was anderes. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Ja, nee, wie gesagt, ich könnte jetzt die Quest einfach weitermachen, aber da wartet noch jemand auf mich. Ich muss noch jemandem auf die Schnauze hauen, Leute. Nicht gerade billig. Dudum. 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 Kann ich da irgendwo rein? Nein, ich kann da nicht rein. Ich muss noch... Ich muss die Kerlbürste besiegen. Die Kerlbürste. Wer hat denn so einen Namen, Mensch, sag mal. Erst mal hier ganz kurz beim Schmied. Das ist im Haus die Schmiede? Sag mal, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Du anscheinend, ne? Geh ich da einfach mal an deinen Wetzstein und dann... Ja, kann ich wohl. Hey, Kumpel. Der beste Stahl Toussaint. Sieh nur selbst. Ja, zeig mal her, ne? Zeig mir, was du hast. So, natürlich hast du wieder nur den ganz üblichen Kram. Ich hab's noch nie probiert, mit einer anderen Waffe als den Schwertern zu kämpfen. Soll aber ganz gut sein, habt ihr mir schon im Hauptspiel Lefo geschrieben. Denn... Nicht doch. Bis die sind, dann. Ja, tschüss. Die sind unblockbar. Also, so Äxte, habe ich gelesen. Weiß nicht, ob's stimmt. Das ist nur Hörensagen, ja. Mein Schwert markiert meinen Weg. Okay. Dann wirst du wahrscheinlich die ganze Zeit nur stolpern. So, tanzen wir. Der furchterregende Hexer. Du ausprobieren und vorführen willst. Na klar. Willst alles. Du mitmachen? Ich denk drüber nach. Damit du nicht überrumpelt wirst. Denk daran. Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Kerlbürste? Den wow, Leute. Zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler. Ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Boah, Leute, jetzt wird's mir klar. Die haben hier Guybrush Threepwood reingebracht. Das war schon in Uncharted 4 ein Highlight für mich. Geil. Ja, Kerlbürste, Guybrush. Klar. Legen wir los. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Die Stimme passt aber gar nicht. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Das musst du ja wissen. Schließlich ist deine Mutter selbst eine Hure. Ha, jämmerlich. Das kommt mir ganz recht. Was ist los? Angst? Ist dem Hexer schon schlecht? Leute, das ist Beleidigungsboxen. Deine Knochen sind spröde, deine Lungen, die pfeifen. Ich hab Angst, mit der Faust deine Rippen zu greifen. Der Start war ein Zeichen. Du wirst doch nicht flähnen. Noch bleibt dir Zeit, nach Hause zu rennen. Also du, blöder,
Also gut. Du weißt, wie man jemanden beleidigt. Du hast gewonnen. Heißt das, wir kämpfen nicht? Warum? Ich sagte doch, du hast gewonnen. Oh Leute, ist das der schön. Ja, es ist schön. Spiel. Ich habe Guybrush besiegt. Du bist mir über... Aber nur, weil ich heute nicht gut zurecht bin. Sonst hätte ich dich windelweich geschlagen. Ganz sicher. Ja, du kämpfst wie eine Kuh. Ach Leute, ist das schön. Ist das schön. Du hast ich liebe es. Du hast es verdient, den Maestro herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Meinen Glückwunsch. Ich bin beeindruckt. Danke. Ah, ist das schön, Leute. Ja, ich hab das gehört. Was heißt, ich hab das gehört? Ich kenne die Geschichte um Guybrush. Die haben nämlich damals diese Gestalten, die hatten als Endung Brush. Und der Typ ist einfach nur Guy, weil sie noch keinen Namen für ihn hatten. Und so kam eben Guybrush Threepwood zur Welt. Ah, ist das schön, Leute. Einmal die Lady, oder Sir... Ach man, ich würde sogar den Namen jetzt wissen. Ihr schreibt es mir bitte in die Kommentare, dass die anderen Leute das auch sehen. Und ihr wisst ja, Kommentare kann man auch liken. Ihr könnt Kommentare liken und disliken. Wenn jemand was Doofes schreibt, disliken. Wenn jemand was Nettes schreibt, liken. Ich würde mich drüber freuen, liebe Leute. Klugscheißer sind nicht nett. In der Regel nicht. Aber like das. Dann sehen die anderen das vielleicht auch ein bisschen eher und schreiben es nicht 10-mal, wie die Alte heißt. Danke. Nee, ich find's echt geil. Es ist so gut. Was war das mit dem einen, der alles geblockt haben wollte? Ich überlege gerade, ob ich den irgendwoher kenne, ob das irgendeine Anspielung war. Weil sie war ja offensichtlich die Ritterin. Also meiner Meinung nach jetzt, ne? Stinkig. Ja. Mache ich öfter mal. Ich wasche aber auch die Hose täglich. Keine Sorge. Ach, guck mal, wie schön das hier aussieht. Ich vergesse mir bei dem ganzen Gelaber immer wieder einfach mal so schön mich umzugucken hier. Es ist so herrlich. Wunderbar. Ich möchte am liebsten hier Urlaub machen. Wir waren ja erst in Athen. Der Hexer! Verbrennt den Hexer! Oh, der Hafen. Hätte ich den mal eher entdeckt. Hätte ich mir die Rennerei sparen können. Aber ich mache jetzt die Folgen mal ein bisschen länger. Vielleicht trifft das ja auf Zustimmung von euch. Vielleicht werde ich auch in Zukunft einfach nur alle 2 Tage eine Folge bringen. Ist das okay? Ich habe so viel zu tun, Leute. Das ist, Nein, ich gehe später. Ich gehe später hier ein bisschen Gewinn spielen. Jetzt hauen wir erstmal den Typen auf die Fresse. So. Zack, zack, zack. Ich meine, so habt ihr viel mehr davon. Wenn ich jetzt jeden Tag so eine lange Folge hochlade, das ist doch immer dämlich, oder? Du kannst dich nicht speichern. Natürlich kann ich jetzt speichern. Der Wischer. Ich gebe euch gleich der Wischer. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die 3 geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen. Doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Das ist der Drunken Master. Vergiss den Kampf. Du kannst ja kaum stehen, so blau bist du. Das geht sicher einen feuchten Kehricht an. Uff, du schwitzt, dass mein Wodka warm wird. Kämpfst du, ja oder nein? Also gut, ich fordere dich heraus. Moment! Hoppla, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiß ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst oder du verpisst dich mit Anlauf. Das war übrigens im ersten Teil sehr lustig. Da musste man trinken, um sich boxen zu können. Das fand ich sehr geil. Also ja, das ist halt so ein Gimmick war, sich in Tavernen zu besaufen. Schön. Und dann zu boxen. Das war schön. Mesdames, Monsieur, der Maestro tritt auf. Endlich. Ist das ein Saufduell? Das finde ich auch sehr cool. Nee, wahrscheinlich doch Boxen. Aber wie gesagt, ich find's lustig. Die haben das so schön in Szene gesetzt. Dabei ist es einfach nur auf die Fresse hauen. Mehr oder weniger. Dann mal los. Oha, komm her. Wow. Ich sehe nichts. Ist das Voraussetzung, ja? Dieser Konter, ja.
Na komm. Und auf die Fresse. Ich mach mal mit schweren Schlägen. Vielleicht. Ja, das macht viel mehr Schaden, okay. Ich treffe wahrscheinlich sowieso immer nur zwei von den leichten, wie es aussieht. Ah, aufs Maul, mein Freund. Das ist alles dein Blut, ja? Ich finde es ja ein bisschen komisch, dass ich mich nicht heilen darf. Ich meine natürlich nicht, es ist ein fairer Boxkampf, aber... Bam! Ha! Knie ins Gesicht! Fertig! Oh, das! Hast dich besiegt! Ist jahrelang nicht passiert! Deine Fäuste... Einfach glorreich! Danke. Ich kann es nicht fassen. Darauf muss ich trinken. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Saufen. Noch hier mehr saufen. Hier erkläre ich Hexer Geralt von Riva zum Faustkampf-Champion von Buclair. Bravo! Hier, deine Trophäe. Jawohl, die Faustkampfmeisterschaftstrophäe. Ich hätte aber lieber so ein bisschen Spucke auf einer Platte. Was? Oh Mann, jetzt bin ich hier Hacke. Ach Leute, es ist so schön. Wisst ihr? Ja, ja. Die hätten jetzt einfach mal alles so stumpf gestalten können, dass man hinrennt und alle umkloppt. Und stattdessen machen die sowas draus. Wieder was Unvergessliches, was mir richtig Spaß gemacht hat. Vor allem dieses Beleidigungsduell, das war super mit Guybrush, mit Kerlbürste oder auch die Ritterin. Das ist super. Leute, ich mache hier Schluss. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu The Witcher 3 Blood and Wine. Bis dann.